Hallo, wir befinden uns mitten in der Mobilitätswende. Der eine mehr, der andere weniger. Auf alle Fälle müssen wir was tun. Es ändert sich was. Das sieht man, wenn man in die Städte guckt, aber inzwischen auch auf dem Land. Und was mittendrin in dieser Mobilitätswende immer wieder ein Thema ist, ist das Thema Cargo Bikes. Sie sehen hier eins vor uns, das ist das Cargo. Das gibt es seit 2019. Da hat das mein Kollege, der Michael Feist, das erste Mal auf der Eurobike angeguckt und er hat inzwischen noch zwei sehr gute Artikel dazu gemacht. Die verlinken wir euch auf alle Fälle in dem Video. Es wird einiges versprochen zu diesem Rad. Der Geschäftsführer hinter der Firma, die das Cargo macht, das ist Frank Arnold. Der macht auch die Produkte von Ergon mit seinem Team. Und wer Ergon kennt, weiß, die Produkte sind immer ein bisschen anders. Die sind besonders ergonomisch, immer sehr hochqualitativ. Also man betrachtet da den Radfahrer als Ganzes, die Gesundheit und so weiter. Dementsprechend erwarten wir auch wirklich viel von diesem Rad. Mein Kollege findet das Konzept sehr spannend und wir überprüfen heute einfach mal, ob das Konzept wirklich das hält, was wir erwarten. Schauen wir uns doch zuerst mal die Ausstattung an, also welche Komponenten am Rad verbaut sind. Da greift ja eigentlich jeder Fahrradhersteller immer zu Zulieferern. Bei den Bremsen haben wir eine Magura CME, eine hydraulische Scheibenbremse, wo am Hinterrad eine stärkere Variante verbaut ist als vorne. Das macht wirklich sehr viel Sinn, denn ich habe vorne ein kleineres Laufrad. Das möchte ich nicht, dass es blockiert und rutscht. Sehr schlau gemacht. Die Schaltung ist eine Enviolo-Nabenschaltung. Die hat nicht wirklich Gänge, die schaltet stufenlos und auf Wunsch auch automatisch. Man wählt quasi einmal die richtige Trittfrequenz, die einem gefällt, und die Nabe versucht die dann im beizubehalten. Die Beleuchtung sorgt für Sicherheit. Da haben wir Supernova-Beleuchtung, also da kann man sich wirklich definitiv drauf verlassen. Interessant ist noch, dass man hier nicht auf eine Kette setzt, sondern auf einen Riemen. Man ölt sich nicht die Hose voll, es ist schön leise, es ist wartungsfrei. Super Sache. Und was natürlich nicht fehlen darf, sind Griffe und ein Sattel von Ergon. Das Team von Ergon gehört ja quasi zu den Erfindern des Cargo. Das Herz des Cargo ist sein Laderaum. Das ist die EPP-Box. EPP ist ein expandiertes Polypropylen. Man könnte jetzt einfach sagen Schaumstoff, das wird der Sache aber nicht gerecht. Es ist schon ein sehr hochwertiger Schaumstoff. Man merkt, dass wenn man ihn anfasst, wirklich sehr angenehm in der Taktilität. Man hat natürlich auch keine scharfen Kanten, die ganze Geschichte dämpft ein bisschen. Eine wirklich tolle Geschichte, dass man sich da überlegt hat. Es ist nicht nur stabil, es ist leicht, es ist sicher. Muss man gut finden eigentlich. Cargo selber baut auf dieser Box bei drei verschiedenen Varianten des Rades auf. Cargo spricht davon drei verschiedene Kits. Es gibt den Pet Kit, den Cargo Kit und den Family Kit. Der Pet Kit, das sagt der Name schon, da richten wir uns an Tierbesitzer. Da gibt es dann in der Ausstattung einen Hundegurt, dass ich den Hund ansteuern kann, dass der mir nicht raushüpft. Es gibt einen Katzenkorb, dass auch die Katze da bleibt, wo ich sie haben möchte. Einen auslaufsicheren Reisenapf gibt es für das Rad. Und man kann sogar eine Teleskop-Hunderampe befestigen, sodass der Vierbeiner sich da leichter tut beim Ein- und Aussteigen. Coole Sache. Die zweite Variante, die wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger in Zukunft gefragt sein wird als der Pet Kit zum Beispiel, das ist der Cargo Kit. Der Cargo Kit bietet zusätzlich zu der Box ein additives Rack, was man auf die Box aufsetzen kann, also quasi ein Gepäckträger obendrauf. Es gibt einen abschließbaren Deckel mit einer Gasdruckfeder, sodass alles, was da drin ist, auch wirklich sicher verstaut ist. Es gibt im Innenraum als Unterteilung zur Ladungssicherung die Wahl, man kann da Staunetze verbauen oder mit verschiedenen Befestigungspunkten auch diverse Geschichten befestigen. Was auch interessant sein dürfte, gerade für Firmen, die es benutzen möchten, ist, dass eine individuelle Folierung möglich ist mit einem eigenen Firmenbranding. Ihr müsst euch also vorstellen, nicht nur wenn ihr durch die Stadt fahrt zu eurem nächsten Termin oder wenn ihr was im Ausliefern seid, fällt ihr damit auf, sondern auch jedes Mal, wenn das Rad irgendwo steht, bei einem Termin steht es irgendwo vor der Tür oder bei euch vom Laden, es ist ein super Werbemittel, was man da ständig sieht. Das ist wahrscheinlich schon die häufigere Variante, dass man es wirklich betrieblich, gewerblich nutzt. Häufiger als das Pet-Kit wird die Variante wahrscheinlich doch genutzt werden. Aber die wichtigste, die gucken wir uns jetzt gleich mal richtig ausführlich an, das ist natürlich das Family-Kit, weil die meisten transportieren mit so einem Cargo-Bike einfach ihre Kids.
Zwei Kids finden vorne drin Platz in der EPP-Box, wo sie wirklich gut geschützt drin sitzen. Erstens, sie sitzen schön tief drin. Außenrum, die EPP-Box ist eher weich, eher dämpfend, es gibt keine scharfen Kanten. Sie kommen gut rein. Es gibt eine Einstiegshilfe, quasi wie eine kleine Stufe, eine kleine Leiter, einen kleinen Leitertritt auf der Unterkante der EPP-Box. Da können sie mit dem Fuß rein und tun sich quasi leichter beim Ein- und Aussteigen. Sie nehmen dann Platz auf klappbaren Sitzen. Der Sitz ist noch dazu quasi leicht federnd aufgehängt und die Kinder kriegen nicht alle Schläge komplett ungefiltert aufs Kreuz. Die Kopfstütze kann man verstellen. Auf die Art und Weise kann man da wirklich Kinder von 2 bis 7 Jahren einsetzen und mit dem 5-Punkt-Gurt auch wirklich sehr sicher drin anschnallen. Was auch noch eine gute Geschichte ist, ist der Schutz vor Witterungen. Also auch da hat man sich bei Cargo Gedanken gemacht. Es gibt ein Sonnenverdeck, es gibt eine Windschutzscheibe und es gibt auch ein Regenverdeck. Also eigentlich egal, wo ihr unterwegs seid und bei welchem Wetter, die Kinder sind da wirklich gut geschützt drin. Wenn die Kinder jetzt so klein sind, dass sie auf den Sitz noch nicht drauf passen, also unter 2 Jahre oder vielleicht auch ein kleines Kind, das einfach mit 2 Jahren noch nicht so groß ist, man kann dann mittels Isofix auch zum Beispiel Maxi-Cosi-Adapter reinbringen und dann die Maxi-Cosi-Schale einsetzen. Also auch das stellt da kein Problem dar. Klar, das Herzteil ist die Box, was ein Cargo-Bike ausmacht, aber da hört es ja nicht auf. Also die Jungs von Cargo haben sich da so viele Gedanken gemacht. Ein Beispiel ist der sogenannte Easy Grip. Ich habe direkt hinter dem Lenkdom, nenne ich es jetzt mal, einen Griff, der sehr gut gemacht ist, der mir das deutlich erleichtert, das Fahrrad zu rangieren und zu bewegen. Hätte manch einer eher drauf kommen können, das so zu machen, super Sache. Genauso gut finde ich den Ständer, auf dem das Rad steht. Der ist nämlich unterstützt von der Gasdruckfeder. Also ihr kennt das vielleicht von eurem Kofferraumdeckel beim Auto. Auch da, warum ist keiner vorher drauf gekommen? Und eine andere Geschichte, ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben. Ich glaube, bei einem Rad habe ich schon mal gesehen. Aber sie bringen es halt einfach in der Serie, es ist super. Das ist die Lenkung über Seilzüge. Ich habe quasi einen Seilzug, der ist am Vorderrad an der Gabel oben befestigt und läuft durch bis zum Lenkgestänge. Und ich drehe quasi den Lenker, dadurch ziehe ich das Seil oder entlaste es und dadurch drehe ich quasi das Vorderrad hin und her. Ich habe kein Gestänge, was beschädigt werden kann. Ich habe viel besseren Lenkeinschlag, viel besser als bei allen anderen Cargo-Bikes. Super Sache, warum kam da keiner eher drauf? Ziemlich cooles Rad, das Cargo. Fährt super, alle Details stimmen. Das motiviert uns auf alle Fälle mal, den machenden Besuch abzustatten und uns anzugucken, wer eigentlich hinter dem geilen Produkt steckt. Weil ein vergleichbar cooles Lastenrad zu finden, das ist gerade schwer, glaube ich. Und damit ihr das nicht verpasst, lasst ein Like da, abonniert den Channel und wir freuen uns. Ciao!